Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Ja. Da war ein langer Schluck gerade. Hallihallo, meine Freunde. Willkommen back zu Tekken 8. Einmal für YouTube da draußen. Willkommen back zu Tekken 8 einfach. Ja, ich nehme das ja auch immer für YouTube gleichzeitig auf. Deswegen, da war gerade der Schnitt, kann man sagen, für den Stream da draußen, die gerade zugucken. Story haben wir letztens schon mal kurz angezockt. So, ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Was können wir noch machen in der Demo? Oh, ich muss kurz aufstoßen, ne? Wow, fast gekotzt. Jetzt geht's wieder. Okay, Questmodus. Können wir da auch schon mal reingehen in die Demo? Mal gucken, ne? Wie spät ist das überhaupt? Oh, 15:35 Uhr erst. Ja, gar keine Uhrzeit heute hier. Also ich bin ja mal gespannt. Also Story konnten wir schon mal zocken, ne? Das ist schon mal sehr geil. Oder das erste Kapitel jedenfalls konnten wir zocken, ne? Mini-Charaktere. Spielhalle. Ich muss ehrlich sagen, so Tekken 8-mäßig habe ich mich noch nicht wirklich informiert, was man jetzt alles machen kann und hier und da und tralala. Das habe ich mir noch gar nicht alles so angeguckt. Ich habe mal einen Trailer gesehen, aber das ist mir auf jeden Fall jetzt neu gerade. Wie gesagt, seit dem letzten Teil Tekken 7 bin ich auch ein bisschen raus aus dem Franchise. Weiß ich nicht. Ich dachte, ich bin auf Arcade gegangen. In der Welt von Tekken hineingezogen. Dies ist deine Geschichte. Ich dachte, ich kann mir einfach einen Charakter jetzt aussuchen, so wie bei Arcade, und kann dann einfach seine Story spielen. Wo ist deine Begleitung? Die sollte schon längst hier gewesen sein. Ich suche sie. Geht ihr schon mal ohne mich rein? Okay, dann nehmen wir mal. Grafiktechnisch für euch nochmal als Information, die vielleicht gerade neu eingeschaltet haben. Sieht es natürlich ein bisschen mau aus. Das liegt an meinem PC einfach, weil ich musste die Grafik komplett runterstellen auf niedrig. Deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Sag mal, wenn ihr auf der PlayStation 5 spielt, Xbox war doch immer halt, ne? Da wo das rauskommt oder erscheint oder am PC. Da sieht es natürlich ein bisschen besser aus, aber mein PC, da schafft das einfach nicht mehr so. Ich muss mal kurz in die Soundoption gehen, nicht dumm, leise, ne? Also ich weiß noch nicht, was ich mit diesen Figuren jetzt, was ich davon halten soll jetzt gerade. Also von diesen brachialen Start, den wir hatten im Story-Mode, zu diesen Figuren jetzt hier. Ein Stück. Da weiß ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll gerade. Also Tekken 8 erstmal, dieses krasse Story-Gameplay, was wir da uns im ersten Video angeguckt haben oder vorhin angeguckt haben. So krass düster alles, so dämonenmäßig und so. Und jetzt zu diesem Kinderabenteuer-Spielplatz. Das beißt sich ganz schön. So, spielst du das erste Mal Tekken? Spielen nur in den wichtigsten Szenen. Was für ein Tutorial? Ich weiß von nichts. Also, wie findest du das neue Tekken? Bei Tekken 8 dreht sich alles um Aggressivität.
um Aggressivität, meine Freunde, hat er gesagt. Oh, fast vergessen, es gibt ein Turnier. Ei, dieses besondere Tekken-Turnier wird Uji oder Blade gewinnen. Ja, das andere Turnier gab es damals auch schon. Und zwar, ich hatte mal ein Video gesehen von einem Tekken-Turnier auf so eine Demo-Version für die PlayStation 1. Da gab es, glaube ich, ein Turnier für Tekken 2 oder 3, was auch immer halt. Und das Video war schon sehr geil gewesen. Ne? Da gab es dann damals wirklich schon zu Tekken 3 auf der PlayStation 1 dann Turniere und so weiter. Voll geil. Das ist eine Zeit. Die CD muss ich auch noch irgendwo haben. Da ist auch noch das Video drauf. Ah, keine Ahnung. Vor allen Dingen sind das alle normale Kiddies. Und einer driftet schon wieder komplett in seinen eigenen Film ab. Mit so einem Mantel und so weiter. Düstere Ansprache. Ah, und die alle sind so... So, erklären Sie mal. So, betreten. Also wir haben eine Karte auf jeden Fall. Also wir haben eine Karte. Und wir können Orte besuchen. Ja, ich weiß, grafiktechnisch, bla, Keks, tralala und so weiter. Irgendwann wird es mal Zeit für einen neuen PC. Irgendwann. Vielleicht streame ich auch in Zukunft nur über die Xbox und so weiter. Keine Ahnung. Na, lass uns endlich spielen, hat er gesagt. Warum machen wir es denn nicht? So, alles klar. Kapitel 1. Also, wir können ja umherlaufen. Okay. Tekken Player. Können jetzt. Na, los. So. Und dann kann man sich genug battlen. Also, ich habe es mir anders vorgestellt. Um ehrlich zu sein, habe ich mir es anders vorgestellt. Dass wir uns einfach einen Charakter aussuchen können und dann seine Story spielen. Oh, Paul, diese Haare. Digga, ich sag's dir, weiß ich nicht. Jin sieht aus wie Jin, wie immer halt. Katsuya sieht auch wie immer aus. Nina, oh, ne, auch ein bisschen verändert, klar. Finde ich aber jetzt gar nicht mal so dramatisch. Aber Paul. Die Haare. Ich kenne ihn mit den Haaren. Nicht mit den Haaren. Komm, gehen wir mal Nina ins Rennen hier einmal. Oh, Nina gegen Nina. Die habe ich sogar als Figur aus Tekken 2. Die steht da. Habe ich mir bei eBay mal ersteigert. So, hier hol dir den Burst raus. Ich aktiviere. Also Tutorial brauche ich jetzt nicht unbedingt. Asuka wollte ich spielen, aber die kann ich nicht auswählen. Schade. Mit der habe ich nämlich auf der Gamescom auch gezockt, nämlich. Da habe ich Timmy platt gemacht, also meine Schwester habe ich da platt gemacht. Also Franzi. Auch genau um den Level. Bah.
Ich glaube, man, das kann man auch so machen, noch dass der Boden einbricht oder so. So Dead or Alive-like. Da sind die Würfe also. Aha. Und er sagt jetzt gleich, oh, ich hab dich nur gewinnen lassen hier. Ich bin beeindruckt, Alter, er ist beeindruckt von uns. Boah. Klar, so Nina, ne? Von Nina kann man nur beeindruckt sein. Das kann man nicht von ihrer Schwester sagen, aber naja. Ich sag mal, wenn man nachher diese Story durchgespielt hat, ich weiß ja nicht, wie lange die geht, der Story-Modus, dann ist das vielleicht noch ein cooles Gimmick. Aber gerade haut es mich noch nicht so wirklich um, um ehrlich zu sein. Das ist genauso wie bei Street Fighter 6 war, glaube ich, der letzte Teil jetzt. Doch, war 6, glaube ich. Dieses Open-World-mäßige, dass man mit jedem kämpfen kann, weiß ich nicht. Hätte ich nicht gebraucht jetzt. Da habe ich ja auch die Demo von gezockt, aber hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie weit man das jetzt ausreizen kann in der Demo. Dann müssen wir mal gucken. Boah, ich werde sogar angefeuert hier, wie scheint. Aber generell kannst du gleich am Anfang immer... Boah, was? Hat er rausgehauen, das hat er rausgehauen. Ach, jetzt hat er meine Attacke hier geblockt vorhin gerade. Ja, wahrscheinlich. So, Ende aus Mickey Mouse. So. Basta. Aha. So läuft das also, das Business. Okay. Du hast dir den Weg in Beförderung wirklich freigegeben. Ich habe ein Gefühl für den Headsmash, ja. Ich prügel den einfach gleich raus am Anfang. So, nächste Aufgabe wäre das, erhöhe denn auf da noch was? Okay. Dann kann man gegen die kämpfen hier. Sprechen, kämpfen, anscheinend. Okay. Da schläft einer, der hat genug von Tekken, wie scheint, hat sich erstmal hingelegt. Boah, nach drei Tagen durchzocken, muss man natürlich auch mal eine Pause machen.
Kann man hier auch was anderes spielen? Echo the Dolphin oder so? Guck mal, hier spielen auch... Ah, das kenne ich auch hier. Das mit den Drachen, das kenne ich hier. Das Gas auf Namco Museum. Also die zocken hier nicht nur Tekken, ne? Es wäre natürlich geil, wenn man auch andere Spiele spielen könnte. Vor hier sehe ich gerade, spielen sie Tekken 2, spielt einer da. Da wird wohl Tekken 2 und 1 gespielt, wie scheint. Und das mit dem Drachen, aber das kenne ich auch irgendwie. Ah, keine Ahnung. Das wäre natürlich noch geil gewesen, wenn man noch andere kleine Spiele spielen könnte. Wäre geil. So ein neues Namco-Museum wäre geil. Es gab ja damals Namco-Museum Volume 1 bis 5 oder so war das. Wenn man das mal neu aufleben könnte. Geremastered, wo Volume 1 bis 5 drin ist. Das wäre geil. Das wäre doch mal. Das würde ich feiern. Das würde ich feiern einfach. Das würde ich mal feiern. Na. Ja, eine gute Verteidigung. Da komme ich jetzt rein, aber hin. Kaputt gemacht. Einfach kaputt gemacht hat ihn. Was zerstört. Seine inneren Einzelteile. Hm? Achso, alle Missionen abgeschlossen. Oh. Ja, gut. Achso, ich könnte ja noch einen Kampf machen, um das Ziel zu erreichen. Gut, ja, machen wir gleich noch einen Kampf. Ich muss ja Dan 2 machen, ja? Ich will mal kurz gucken. Achso. Damit kann man noch kämpfen. Ah, ich bin mal gespannt, ob man noch mehr machen kann auf der Insel nachher. Weil man hat ja bloß jetzt erstmal das gehabt, diesen kleinen Raum. Aber man kann wahrscheinlich noch in andere auf der Insel ein bisschen umher. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Die Musik ist ja geil, gerade im Hintergrund. Die hört sich an wie von Ghost in the Shell. Ah, ich habe mein Ziel erreicht, oder was? Tada, das Ziel ist erreicht. Ha, wer will was hier? Wer will was? Muss er rankommen. Klar, wir treten dem Turnier bei hier. Ja, also machen wir, wie scheint, noch ein Turnier. Ich hätte nicht gedacht, dass die Demo jetzt so lange geht, irgendwie. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir können jetzt wohl ein Turnier machen. Da bin ich mal gespannt. Au, Panda. So können wir natürlich auch noch mehr Charaktere sehen. Das ist schön. So können wir auch noch mehr Charaktere sehen.
Ich muss noch einkaufen, deswegen, ja, später. Und Pfand wegbringen. Deswegen gucke ich immer so ein bisschen auf Uhrzeit, aber es ist noch genügend Zeit. Oha! Panda! Panda, lass das! Meine Güte. Ach, jetzt hat er schon die Kraft rausgehört. Ah! Fantastisch einfach, wie ich das mache, ne? Wie ich das mache. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, aber ich mache es einfach. Nächster Gegner! Wo ist der Nächste? Ha! Ich gegen King jetzt? Gegen den King! Weiß ich nicht. Mein Bild flackert zwischendurch, ne? Mein Elgato sehe ich gerade. Egal, das müsst ihr in Kauf nehmen. Ah, fuck. Ja, wahrscheinlich. Das macht er einfach so. KO! Okay, da ich bin. Irgendeiner hat mir gerade geschrieben, auf jeden Fall bei Discord. Bei Discord? Wer schreibt denn bei Discord? Hm. Also Discord nur nutze ich ja fast gar nicht. Um ehrlich zu sein, aber ja, einer. Ah, also. Oh, das wird mein Endgegner, glaube ich, werden hier heute. Die hat ja auch bloß geblockt gerade. Ja, irgendwie mache ich das am Anfang jetzt immer. Oh. Wo springe ich denn? Ich wollte gerade sagen, wo springe ich denn hier? Wir springen ja in die ganz andere Ecke. Spieler halt zurückkehren, wieso? Achso. Also Finale jetzt oder was? Gegen Steve. Steve will wohl ein bisschen Beef. Oh Gott.
wenn einer sagt, damit hast du quasi schon gewonnen, ne? Dann wirst du sowas von abkacken, ne? Die macht mich sowas von glatt jetzt. Wenn sie schon sagt, so, oh, ich zeig dir mal, wie man das macht. Jetzt, boah. Ich könnte mal Heizung anmachen, Schüttelfrost. Ich muss sie einmal bloß. Ah. Schaff das. Einfach nicht mehr rauskommen lassen aus der Ecke. Das ist ja perfekt. Einfach nicht mehr rauskommen lassen aus der Ecke. Ja, da gab es schon einige Streite. Bei Spielen damals, auch bei Tekken und so weiter. Du drückst immer nur denselben Knopf. Ich komme ja gar nicht aus der Ecke mehr raus. Ich kann ja gar nichts mehr machen, so ungefähr. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht, wenn man damals gezockt hat? Was, du drückst ja immer nur denselben Knopf. Ich komme ja gar nicht mehr aus der Ecke raus. Ja. So ungefähr. Das kennt, glaube ich, alle. Aber trotzdem muss ich sagen, unter diesem Arcade-Modus habe ich ein bisschen was anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Boah, es muss immer ein... Der ist in seinen komplett eigenen Film, gegen den würde ich gar nicht kämpfen wollen. So wie der aussieht schon, hat er sich gedacht so, yo, Alter, ich mache jetzt einen auf Jin Kazama irgendwie. Kazuya? Ich mache jetzt einen auf Kazuya so ungefähr, so ziemlich düster an, mit so einem Mantel und so, ja. Dann habe ich noch so einen coolen Controller dabei, mit dem würde ich gar nicht zocken wollen. So, das war's jetzt erstmal. Danke, dass du die Demo von Tekken 8 gespielt hast. Du kannst den Rest des Modus in der Vollversion spielen. 200. Gut, steht genau das gleiche wie bei dem Story-Modus. Cool, das war schon mal sehr genial. Wir haben jetzt noch was freigeschalten, und zwar den Supergeisterkampf haben wir freigeschalten. Ne? Kämpfe gegen Geister, die mit neuester KI-Technik erschaffen wurden. Das gucken wir uns dann mal beim nächsten Mal an. Das war's erstmal heute mit Tekken 8, meine Freunde. Ich mach sogar 3 Videos draus, wie es scheint. Um mir den Rest der Demo anzugucken. Das ist heute mit Tekken 8 erstmal. Für YouTube jedenfalls. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Ne? Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mit drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal.
könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt vor mir, GameFBan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund, flauschig und natürlich bis nächstes Mal und bis dahin immer schön weiterzocken. Also, haut's rein!